Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Verehrte liebe Schwestern und Brüder hier in unserer Hohen Domkirche und jene, die mit uns über die Medien verbunden sind. Vergebung, das ist das Thema des Evangeliums. Vergib den anderen, weil dir selbst vergeben wurde. Sei barmherzig, denn du hast selbst Barmherzigkeit erfahren. Das ist die Botschaft für uns. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte heute Morgen nicht drei, sondern nur einen Gedanken in diesem Zusammenhang mit Ihnen teilen. Vergebung, Schuld, Sünde. Ist das eigentlich eine Wirklichkeit, die wir existenziell an uns heranlassen? Erleben wir uns als sündige Menschen? Natürlich, uns fallen direkt wahrscheinlich eine ganze Reihe von Personen ein, die es nötig hätten, mich um Vergebung zu bitten. Fallen mir ebenso viele ein, die ich um Vergebung zu bitten habe? Etwas, was mich wirklich sehr umtreibt und bedrückt, ist die Tatsache, dass in unserem Land das Bußsakrament am Boden liegt. Unser Dom ist da Gott sei Dank eine Ausnahme, aber mancherorts ist das Bußsakrament das vergessene Sakrament. Haben wir keine Schuld mehr? Brauchen wir die Barmherzigkeit Gottes nicht? Und wenn ich dann noch dazu die Diskussionen innerkirchlicherseits sehe, die derzeit auch immer wieder geführt werden, ja, wenn das doch alle tun, dann kann doch das Gesetz nur falsch sein, doch mein Handeln nicht, denn es tun doch alle. Die Lebenswirklichkeit ist doch so, also muss das Gesetz geändert werden. Nicht ich muss mich ändern, sondern das Gesetz. Wie kommt es dazu, zu diesem, wie er auch genannt wird, Unschuldswahn? Alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Barmherzigkeit habe ich eigentlich so gar nicht nötig. Ausgerechnet Friedrich Nietzsche, der weiß Gott kein Kirchenvater war, ausgerechnet von ihm stammt folgender Satz. Ich bin's gewesen, sagt das Gewissen. Ich kann's nicht gewesen sein, sagt der Stolz. Am Ende siegt der Stolz. Am Ende siegt der Stolz. Ich kann's nicht gewesen sein. Und ich glaube, das trifft ziemlich die Urproblematik von uns Menschen. Ja, die Ursünde, die ja auch aus Stolz entstanden ist. Denn Adam und Eva wollten sein wie Gott, so wurden sie gelockt. Der Stolz. Also, liebe Schwestern und Brüder, nehmen wir aus diesem Evangelium mit. Lassen wir unseren Stolz beiseite. Öffnen wir uns der Barmherzigkeit Gottes. Und das fängt damit an, dass wir einsehen, ich bin Sünder, ich bedarf der Umkehr, ich bedarf der Barmherzigkeit. Und wenn ich diesen Schritt tue, dann erlebe ich die Größe Gottes. Und dann fällt es mir auch leicht, diese Vergebung, die ich empfange, und die Versöhnung und die Barmherzigkeit anderen zu schenken. Das ist der Weg des Evangeliums. Ein Weg, der zu Frieden und innerer Freude führt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.